Hallo zusammen. Heute bin ich nach sehr langer Zeit mal wieder alleine unterwegs. Und zwar besuche ich einen verlassenen Campingplatz. Und ja, ich schaue mich einfach mal um, was es hier überhaupt noch zu entdecken gibt. Mir wurde gesagt, dass hier jede Menge Wagen noch rumstehen würden. Und ja, das gucke ich mir jetzt mal einfach ein bisschen an. Ich leg mal los. Hier auf der Seite sieht man schon eine verwilderte Parzelle. Hier drin liegen überall noch alte Wohnwagen. Und auch hier. Wieso und warum der Platz aufgegeben wurde, kann ich euch leider nicht sagen. Also die Gebäude sind teilweise verschlossen. Die Baracken, nicht Barrikaden. Teilweise geräumte Plätze, wenn man das mal so nennen möchte. Der Müll wurde ja fleißig zurückgelassen. Wir schauen uns mal um. Muss mal eben gucken, wo ich meine Taschenlampe habe. Na. Also die Tasche direkt mal wieder zumachen. Fangen wir mal hier an. Mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Auch ziemlich runtergekommen auf jeden Fall. Es ist am Gammeln ohne Ende. Gewürzständer steht dort noch. Ein neues Bürstenset. Eine Küchenzeile. Oh, das ist alles eigentlich noch hier drin, inklusive Wespennest. Da habe ich es nicht so unbedingt mit. Aber der Boden ist ganz morsch und faul. Ich gehe mal raus. Ja, wirklich isoliert gewesen ist dieser Vorbau auf jeden Fall nicht. Gucken wir mal weiter, was wir sonst noch so finden. Stehen ja noch etliche Wohnwagen. Ich habe auf jeden Fall heute auch mal eine neue Lampe am Start. Das ist die Votac A5. Das ist so ein Tochterunternehmen von True Night. Und mal gucken, was die so alles kann. Verstehe nicht, warum man hier alles zurückgelassen hat. Das Zeug ist teilweise richtig viel Geld wert. Und auch hier. Alles noch drin. Da hat schon jemand versucht zu plündern. Die alte Heizung. Steht nur noch Porzellan drin. Bad. Und ein Schlafzimmer. Alles da gelassen. Campingtisch. Gartenhütten stehen noch. Was mich erstaunt ist halt, der Platz an sich ist auch recht groß. Ob es vielleicht an fehlenden Brandschutz Bestimmungen fehlte, also an der Erfüllung von Brandschutzbestimmungen fehlte, dass sie deswegen hier schließen mussten oder so.
Ich habe keine Ahnung. Es ist auch leider nichts im Netz zu finden darüber. Da ist auch noch eine. Auf jeden Fall ist sie schon gut geklaut worden. Die Fenster sind weg. Naja, das Zeug hat ja auch alles einen gewissen Wert, sage ich jetzt mal. Steht der Fernseher noch drin? Der Tisch. Oh, Porzellan. Porzellan ist hier auch noch drin. Ansonsten gut geplündert. Das war hier die Nasszelle. Das ist aber mal umgebaut worden. Da hängt noch ein Stromzähler drin. Hier ist die Gasheizung auf jeden Fall schon weg. Die konnte schon jemand gebrauchen. Na, wir gehen mal zurück ein Stück. Da waren ja noch mehr Wagen. Das ist auch mal eine Art Lost Place, die man nicht alle Tage hat. Ich habe vor 4-5 Jahren schon mal einen Campingplatz besucht. Dort habe ich allerdings damals nur Bilder gemacht. Und dieser Campingplatz ist aufgegeben worden aufgrund mangelnder Vorschriften, also nicht eingehaltener Brandschutzvorschriften. Und da hat die Stadt kurzerhand den Platz geschlossen. Die haben einen Termin gegeben, bis wann der geräumt sein muss. Und ab diesem Datum hieß es, kommt keiner mehr rauf oder runter. Ja, und so haben sie es auch durchgesetzt. Mitten in der Einfahrt haben die so riesen Steine hingepackt, damit keiner mehr drauf oder runter kam. Ja. Viele sind vor Gericht gezogen, haben aber keine Chance gehabt, sich da durchzubeißen. Ja, und haben dann ihr Hab und Gut da nicht runtergekriegt. Wow. Wow, 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 wow. Hier geht der Boden. Badezimmer. Relativ flach ausgebaut hier. Und auch hier Schimmel pur. Ah, der Wohnwagen ist mit Holz, mit dem Holzdach versehen worden. Auch hier alles rausgeholt. Na gut, das lockt natürlich auch, ne? Man muss es dazu sagen. So ein verlassener Platz. Wohnwagen-Interieur ist nicht gerade billig. Dass dann die Plünderer auf den Plan gerufen werden, bleibt ja nicht aus. Aber hier stehen noch unzählige weitere Wohnwagen. Sogar große Chalets. Da gucken wir gleich mal. Ich gehe erstmal hier lang. Hier ist leider alles zu. In das Gebäude kommt man nicht rein. Steht noch eine Telefonzelle. Wie geil ist das denn? Es war kein Telefon mehr drin. Gehen mal hier runter. Gibt's ja auch noch ein paar Zellen. Treten des Grundstücks verboten. Ja, steht hier überall dran. Hier ist nichts, hier ist alles leergeräumt. Gucken wir hier noch ein Stückchen weiter. Leere Parzellen. Von hier aus kommen wir jetzt in einem Chalet. Meiner Treue, die haben ja selbst die Stromkästen aufgeknackt. Guckt euch das mal an. Vorne steht sogar etwas, was noch ja, eigentlich flammneu aussieht. Kommen wir gleich mal hin. Boah, voll gemüllt alles. Ja, alles alte VHS-Kassetten. Tür hat man hier versucht zu knacken, ist aber nicht reingekommen. Das Chalet ist also zu.
Da auf der Seite gucke ich mich gleich um. Aber hier war noch einer drin. Den habe ich noch nicht gesehen. Warte. Kommt man dann an dem ran? Habe ich da den Zugang gerade verpasst? Ja, der ist von der anderen Seite. Dann gehe ich einmal rum. Habe ich den verpasst? Habe ich den gerade übersehen? Ach, der blaue ist das. Gucken wir mal, ob die Tür auf ist. Ja, die Tür ist offen. Ja, da liegt sogar noch ein Teppich im Eingangsbereich. Sehr schön. Oh, das ist ein Gammeln hier. Oh, hier gab es Katzen. Hm. Geschirr. Geht hier noch rum. Spielanleitung von Uno. Dann haben wir hier jede Menge alte Tassen. Gleich haben sie die Heizung schon rausgeholt. Ah, die Dinger sind teuer. Ach, Chemieklo haben sie da gelassen. Wahrscheinlich noch einen Haufen drin. Da stehen noch Lippenstifte. Gut, hier gibt es nichts weiter zu sehen. Wir gehen mal weiter. Ja, überall stehen Betreten verboten Schilder. Die Frage ist jetzt, ob hier wirklich noch jemand aufpasst. Oder ob das hier im wahrsten Sinne des Wortes jeden am Arsch vorbeigeht. Gucken mal, ob wir hier reinkommen. Das sieht recht vollgepackt aus. Auch hier ein Schild, Zutritt verboten. Aber wir gucken mal, was auf ist und was nicht. Wie ist zu? Und das ist ja auch etwas, was dann so bleibt. Da liegt noch ein Film. Mal zu ist zu. Ja. Steht auch noch die Truma drin. Halb geplündert. Ich gehe jetzt erstmal den Weg weiter runter. Irgendwas macht hier Palaver. Irgendein Getier. Ich hoffe, dass euch das Video nicht zu lang wird, weil ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Das Wohnhaus hier ist auf jeden Fall nie fertig geworden. Hm. Überall stehen die Blechhütten noch rum. Die ganzen Holzchalets hier. Das Haus sieht aber noch gut aus. Egal, ich gucke jetzt erstmal hier. Nur hier die Treppe ist schon weggerottet. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Oh. Das ist wohl mal. Ah, da hat sich ein Vogel ein Nest gebaut. Gut, hier gibt es nichts zu sehen. Hier gehe ich wieder raus. Das ist eine Baustelle. Hm.
Das sieht doch noch gut aus, das Dingen hier. Sieht aus wie ein winterfestes Chalet. Aber auch eine Baustelle. Es ist momentan sehr warm. Hier steht auch noch sowas. Das Vorzelt ist abgebaut worden mal. Eine Runde hier durchstiefeln. Liebe Leute, das ist mal ein altes Schätzchen. Spinnweben. Na gut, hier gibt es aber nichts zu sehen, außer Gammel pur. Oh, und der stinkt. Das riecht, als wenn er das örtliche Katzenklo ist. Gucken wir weiter. Wie gesagt, ich bin heute allein auf Tour. Und von da aus heißt es auch ein bisschen vorsichtiger sein mit den Sachen, wo man reingeht. Dass nicht, dass nachher was passiert und keiner da ist, der mir helfen könnte. Ja, also normalerweise, ich rate ja jeden davon ab, alleine auf Tour zu gehen. Aber ich musste einfach mal wieder raus. Oh. Ja, hier ist der Wohnwagen weg. Da steht nur noch das Vorzelt. Haben sie den Wohnwagen abgezogen. Weil hier unter dem Carport wird der gestanden haben. Oh, eine Gasflasche. Ist natürlich nicht so prickelnd. Ah, die ist aber restentleert. Da ist nichts mehr drin. Ist ja auch so ein ganz tolles Sicherheitsrisiko, wo man echt drauf aufpassen muss, dass wenn sowas rumsteht. Hier ist also noch einiges zu sehen. Jetzt besuchen wir mal die Parzelle 75. Da wird wahrscheinlich schon so manches Steak gegrillt. Oh, ein Schmetterling. Na, wo willst du denn hin? Da drin wirst du aber nicht glücklich immer. Schlafzimmer. Jungskästen. Yeah, und eine heiße Funzel. Kinderspielzeug. Tschu. Tschu, 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 tschu. Ein kleiner süßer Vorraum. Wirklich nutzen kannst du den auch nicht. Da unten stand jetzt auch noch was. Da gehen wir mal gucken. Dann gehe ich mal wieder hoch auf den Hauptgang. Und dann gucke ich mir den oberen Teil des Platzes mal an. Weil da standen, so wie ich es gesehen habe, bedeutend mehr Wagen. Komplett zugewuchert hier alles. Wäre ja mal interessant zu wissen, wie lange das hier schon verlassen ist. Das war hier auf jeden Fall eine ganz abgeschiedene Parzelle. Noch ein Dreirad. Ja. Fernseher. Ja, die hatten hier ein spezielles Hobby, glaube ich. Fängt mit Ahorn und hört mit Ol auf. Und auch hier wieder eine Gasflasche. Die stehen hier echt überall rum. Oh, auch hier eine große Truma-Heizung verbaut. Ah, und ich renne mich da schnell. Verliere ich direkt meine Brille. Ja, irgendwann habe ich so ein Riesenvieh mal in der Haare sitzen.
Ja, das ist eine Truma 5000. Allein schon deswegen niemals bekannt geben, wo ich hier bin. Weil diese Heizungen sind richtig teuer. Ich als Camper weiß das. Weil wir haben vor vielen Jahren mal eine neue Heizung kaufen müssen. Und das war schon fast 500 Euro, die da weggegangen sind. Nur fürs nackte Gerät. Und das tat weh. Gut, hier geht es nicht weiter. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich wieder nach oben hochkomme. Ich denke mal denselben Weg, den ich gekommen bin. Einen anderen gibt es ja hier nicht. Aber es ist erstaunlich. Hinten das Häuschen, das möchte ich mir noch anschauen. Es sieht nämlich aus, ja, das kann natürlich auch täuschen, aber es sieht aus, als wenn das top erhalten wäre. Man weiß ja auch nicht, vielleicht leben hier ja auch noch Leute auf dem Gelände drauf. Da weiß man ja auch nicht. Stimmen hört man hier ständig. Das liegt daran, dass hier am Gelände auch noch ein Wanderweg direkt dran vorbeigeht. Ein Wanderweg. Oh, da oben sind noch mehr Parzellen. Oh, da habe ich gleich noch einiges zu gucken, liebe Leute. Ja. Da hängen auch Lampen dran. Da bleiben wir mal weg. Nicht, dass es nachher hier Stress gibt. Das liegt auch außerhalb von dem Campingplatz. Ja, hier ist ein Trampelpfad, dem folge ich jetzt erstmal. Und dann heißt es mal schauen, was es hier noch gibt. Oh, die Frage ist, wie kommt man hier überhaupt rein? Gut, hier geht's jetzt. Knock, knock. In Heaven's Door. Na gut, leergeräumt sind sehr viele. Nahezu Besen rein. Da war noch eine Nasszelle drin. Die hatten hier einen richtigen Ofen stehen zum Heizen. Und hier gab es sogar einen Gasanschluss für in der Küche. Hm. Ach, gemütlich ist auch anders, mal ganz ehrlich gesagt. Aua! Ja, hier geht's noch weiter hoch. Hier sind noch mehr Parzellen. Also anhand der Trampelpfade sieht man auch, dass hier öfters Leute lang gehen. So ist das jetzt mal nicht. Ein Bad, Toilette. Aber gemütlich ist auch das nicht wirklich. Es hat eher was so von ein bisschen extrem altbacken. Also zumindest wäre es nicht für mich was. Wow, das hier war mal ursprünglich der offizielle Verbindungsweg von den unteren Terrassen zu den oberen hoch. Guck mal, der Durchgang komplett zugewuchert. Da kannst du gar nicht durchgehen. Hm.
Deckenstütze. Aha. Hey, hey, hey. Wow. Hier braucht man aber mehr als nur eine Deckenstütze. Guckt euch das mal an. Küche. Oh, hier kommt alles runter. Hier wollen nicht rein. Das muss ich nie haben. Kommt mir der ganze Rotz nachher runter und begräbt mich runter. Ja, hier oben stehen jetzt richtig Chalets. Klopf, klopf. Ja, das war schon mal gemütlicher. Zwar auch mit so einem Kamin ein bisschen altbacken. Oh, der Teppich, der lebt. Hier steht sogar noch ein Gasherd. Dazu sogar ein richtig guter. Hausnummer liegt da noch. Was hat die mal gekostet, die Nummer 7? 14 D-Mark 60. Ist also schon was älter. Ein Bad. Also das war kein Mobilheim, das ist selbst gebaut hier. Das ist komplett selbst gebaut worden hier. Tschüss. Mal weiter runter. Jetzt gehe ich die obere Terrasse mal durch. Die Schafe, die Wolken. Muss ich vor allem gleich mal schauen, wie ich da unten auf die mittlere Terrasse runterkomme. Weil da stehen nämlich auch noch Wohnwagen und Mobilheime. Da haben sie die Hütten umgeworfen. Oh, da steht sogar ein Gastank zwischen. Hier fehlt die Türe gänzlich. Ein schönes, gemütliches Wohnzimmer. Okay, dieses Bett ist ja selbst gebaut, das sieht man. Wenn man es mag, so altbacken, meins wäre es nicht. Liegen noch Kochlöffel. Die Sicherungskästen noch da sind. On, off. Stromzähler. Nicht übel. Das ist die Rückwand. Mal schauen, was ist hier eigentlich? Den Zugang, oh, der ist aber schmal. Haben wir eine enge Parzelle. Hier war kein Spaß drin. Eingeschlagene Scheiben. Tür ist zu. Die Tür ist auf. Hier ist Bad. Auch sehr gedrungen. Gedungen so. Hier komme ich nicht rein. Hier ist zu. Hinten sind Etagenbetten. Eine alte Küche ist hier auch noch drin. Aber ein Reinkommen ist nicht. Hier mal runter in den Garten. Besonders vorsichtig sein mit den Stufen. Es ist hier alles so schon verwildert und verwittert. Ja, kommst du nicht rein. Was haben wir denn hier? Schuppen. Die Äste kratzen. Mensch. Alter Lava. Gasgrill. Einfach zurückgelassen. Und raus. Na gut, hier nach unten hin haben sie ja noch eine schöne Terrasse gehabt. Hier reinleuchten. Da liegt eine Murmel, die Vorhänge sind zu. Da kann man leider nicht rein.
Ja, habe ich hier den Zugang vielleicht übersehen. Nee. Gibt's keinen Zugang, die Hütte ist zu. Na gut, das macht ja auch nichts. Zu ist zu. Und weiter geht's. Hier hinter der Hecke und wieder einiges an Chalets. Muss ich aber erstmal gucken, wie ich da rankomme. Oh, hier stehen jetzt sehr viele. Auch viele Wohnwagen noch. Ich fange, glaube ich, mal hier hinten bei dem an. Immer wieder erstaunlich, ob die Leute am Müll zurücklassen. Ob das sich jemand hier bereitgestellt hat. Das sieht ja fast danach aus. Und nicht abgeholt. Ein Wok, eine Pfanne. Oh, der Boden knarrt. Klopf, klopf. Keiner da. Okay. Oh, der Kühlschrank ist auch noch da. Ja, 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 die Küche ist aber extrem eng geschnitten. Gaskocher. Hängt auch noch der Schlauch. Das ist auch etwas, was eigentlich verboten ist. Die Gasflasche darf normalerweise nicht drinnen stehen, wenn sie betrieben wird. Es ist verboten. Hier haben wir ein Badezimmer. Durchlauferhitzer. Alles ist noch hier. Es ist recht klein, wenn man es mal richtig nimmt. Kniffelbecher, Boxen, Fußballlichterkette. Aber es muss ja noch ein Schlafzimmer geben. Oha. Naja, wenn man das Schlafzimmer nennen möchte. Da liegen noch Socken. Okay. Hier hat einer ein abschließbares Fach gehabt. Ein Schlüsselkasten, genauer gesagt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich jetzt von hier aus in die anderen reinkomme. USB-Platten, nee, Siebdruckplatten, so. Das sind USB-Platten, aber auch klein. Himmel, war das mal ein Schlafzimmer? Mensch, da möchte ich aber nicht drin pennen, ey, das ist ja wie Knast. Da muss man auch vorsichtig sein, hier brechen die Balken schon weg. Alles Müll. Ah, hier ist alles eingestürzt. Hier gehe ich auch nicht rein. Der Boden, der sieht auch nicht gerade vertrauenserweckend aus.
Gut, das ist kein Riesenbergklau, das ist was anderes. Da muss ich keine Panik vorschieben. Letztens stand ich auf einmal mitten in so einem Feld drin von dem Zeug. Das war nicht witzig. Puh, ja, hier komme ich hier rum. Rum. Rum die dumm. Na, hier geht's hoch. Auch hier ist der Boden sehr, sehr übel. Wuppa. Okay. Das ist schon was größer. Also eben Licht an. Ja, das ist schon was größer, die Hausnummer hier. Küche. Ganze Porzellan, Brotschneidemaschine. Alles ist noch da. Gewürze. Nur das versteckte Haushaltsgeld, das ist wahrscheinlich weg. Hey. Ja, Spiel des Wissens liegt ja noch auf dem Boden. Der Boden knarrt. Und der knarrt ganz übel. Da oben ist sowas wie ein Speicher, wo Müll gelagert wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie es aussieht. Ja. Ihr werdet auf jeden Fall Katzen. Katzen en masse. Auf diesem Platz. Das war mal ein schöner großer Raum. Obwohl so eine hohe Decke sehr unvorteilhaft ist, was das Heizen angeht. Aha. Kleiderschrank. Ein Einbaukleiderschrank. Lederjacken. Ja, da oben komme ich nicht hoch. Da fehlt mir eine Leiter für. Sonst hätte ich da auch mal reingeschaut, was da so gelagert wurde. Ja, gehen wir weiter. Und zwar vorsichtig, weil der Boden hier ist nämlich nicht ohne. Das ist das, was ich hier meine. Man muss immer schön vorsichtig sein. Die Tage ist mir was Witziges passiert. Da war ich in so einer Facebook-Lost Place-Gruppe. Da haben die gefragt nach die Orte, wo man herkommt. Hab ich dann kommentiert. Dann bekam ich eine Anfrage, ob ich Interesse hätte mit in eine. Das ist Riesenbergklau. Mit die Blätter. Ob ich Interesse hätte, in eine Gruppe, WhatsApp-Gruppe mit reinzukommen. Ja, habe ich mir gedacht, warum nicht? Guck's mal. Vielleicht ein paar neue Leute kennenlernen. Wurde dann in dieser Gruppe zugefügt. Habe mich vorgestellt. War jemand mit einer Frage, da habe ich dann auch nett weitergeholfen. Ja. Nach 5 Minuten guckte ich wieder in diese Gruppe rein. Wurde ich aus der Gruppe entfernt. So, hatten jetzt kaputt, dachte ich mir. Niemandem was getan. Warum werde ich gekickt? Schrieb ich die Admin an. Plöpp. Keine Antwort. Setzte mich auf Block. Oh Leute, hier ist aber alles übel. Nee, da gehe ich nicht weiter. Die ganze Terrasse kippt weg. Guckt euch das mal an. Ja, setzte mich auf Block. Ich so, die Dame kennst du nicht. Was ist denn los? Oh, wo ist meine Brille? Da. Dann habe ich den anderen angeschrieben, der mich angeschrieben hatte, ob ich in diese Gruppe rein will. Und habe ihn gefragt, was los ist. Ja, dann kam dann der Kommentar zurück, dass wegen mir 2 die Gruppe verlassen haben, als sie gesehen haben, dass ich dort jetzt bei bin. Und 4 weitere angedroht haben, wenn man mich nicht entfernt, würden sie auch gehen. Da dachte ich, ja, das ist ja ganz toll. Dann ist das halt so, da habe ich keinen Vertrag mit. Schönes Leben noch und tschüss. Ne? Also, ich zwinge mich ja niemanden auf. Das Witzige ist, dieser Admin schrieb mich nachher
Stunde später nochmal an und schickte mir ein paar Screenshots von den betroffenen Leuten, die die Gruppe verlassen haben wegen mir und die angedroht haben, die Gruppe zu verlassen, wenn ich nicht wieder rausfliege. Ja, was soll ich sagen? Das sind Leute, die ich kenne aus der Szene. Ich kenne ja recht viele. Und ich habe mich ja auch von recht vielen distanziert, was ja auch seine Begründungen hatte. Weil zum einen sind es Menschen, mit denen man einfach menschlich nicht klarkommt. Das kann immer passieren, ne, dass man einfach von der Chemie her nicht zusammenpasst. Aber zum anderen waren das eigentlich überwiegend Leute, mit denen man in der Szene eigentlich auch nichts zu tun haben will. Weil mit Leuten, die systematisch Places plündern oder knacken, falls mal was zu ist, weil keine Lust besteht, umsonst gefahren zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, trauere ich keiner Träne hinterher. Das ist dann halt so. Ja, hier ist jetzt leider, ja, guck mal, hier ist noch eine Tür. Vielleicht kommt man von hier aus rein. Ja. Ja. Ach, da ist noch ein Klumpski. Da muss ich nicht drin. Hey. Ja, da drin ist auch nur Chaos. Ja, das ist manchmal ist es witzig. Ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. Ich befürchte fast, ich muss den kompletten Weg zurückgehen. Und ich denke mal, dass ich da jetzt mal für ein paar Minuten... War ich hier schon dran? Bin ich jetzt so verpeilt? Alter, ich glaube, ich werde alt. War ich jetzt hier oben schon drauf oder nicht? Ich glaube nicht. Nicht ein Edelstahlwaschbecken. Doch, hier war ich drin. Ja, ich sag ja, ich werd alt. Okay, sagt nichts Falsches. Ich weiß, ich bin schon alt. Gut. Ich bin jetzt schon 43 Minuten am Filmen. Ich mache den Rückweg mal kurz hier aus. Da die Minuten möchte ich euch auch nicht antun. Bis gleich. So, ich bin jetzt auch wieder auf dem unteren Teil. Hier gab es einen Kinderspielplatz. Die Schaukel weht auch noch im Wind. Leicht auf und ab. Ja, und hier sind jetzt halt auch noch Parzellen, wo ich mal gucken werde, ob ich hier noch reinkomme. Oben sehe ich zum Beispiel eine. Aber das hier sind Dornen. Oh, da muss ich ein bisschen vorsichtig mit sein. Aua, aua, aua. Oh, Himmel. Das sind aber fette Dornen. So. Und so eine Treppe gibt es hier nicht mehr. Die ist schon weggegammelt. Der Vorhang hängt noch. Und das war's. Hi. Ein hübsches kleines Wohnwinkelchen. Stehen noch Gläser. Schnupftabakdose. Nicht hier auch noch. Gletscherbrise. 92 abgelaufen. Ja, schon was älter. Dann haben wir hier eine Küche. Auch wieder ein Gasherd. Oh, ist mir warm. Was haben wir hier? So irgendwie eine Fingerkuppe ist das für zum Nähen. Chemieklo. Hatten hier also nur ein Porta-Porti drin. Ja, und hier Einzelbetten. Wahrscheinlich ein älteres Paar, was hier gewohnt hat. Finde ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ja traurig, ne? Wenn man anfängt, ab einem gewissen Alter getrennt zu schlafen. Boah, nee, ich könnte das nicht. Nachts umdrehen, sich ankuscheln. Oh nee, das könnte ich gar nicht immer. Da wird mir im Leben was fehlen.
wenn man so distanziert voneinander pennt. Aber was anderes ist das ja gar nicht. Nee, nee. Das wäre nichts für mich. Machen wir die Wette runter. Mal gucken, dass ich hier wieder heile an den dicken Dornen vorbeikomme. Das sind echt fiese Viecher hier. Aua. Guckt euch das mal an, was hier Dornen dran hängen. Meine Güte, ne. Ich habe von Pflanzen nicht so die Ahnung. Aber das sind Dinger, die möchte ich nicht im Garten haben. Oh, guck mal. In der Regentonne wachsen die Bäumchen. Ja. Sind wir hier an sowas wie einem Sozialgebäude, würde ich sagen. Die Türen sind aber zu, würde ich so sehen. Und wir laufen mal einmal rum und gucken nach, ob irgendwas offen ist. Ah, da sind Duschen drin. Ja, und weil ich ja so ein böser Junge bin, bleiben natürlich die Türen alle zu, die zu sind. Ja, es ist manchmal lustig und lächerlich zugleich. Das war hier wahrscheinlich sowas. Oh, guck mal. Guck mal. Hier ist auf. Können wir links mal reingucken. Rauchen, Feuer, offenes Licht, verboten. Ja, das ist doch mal was. Liebe Leute. Geil. Ah, ich hätte jetzt so gerne die Todsünde unter allen Pizzen gehabt. Nämlich eine schöne Hawaii. Gibt's halt dieses lustige Bild, wo sie den festhalten und die anderen gehen hin und legen Ananas auf die Pizza. Na gut, aber hier gibt's nichts zu sehen. Das war hier der Gastrobereich. Hier ist alles zu. Vielleicht sind von hinten noch die Türen offen, wo die Duschen waren, aber wie gesagt, hier ist zu. Und im Gastrobereich gibt es nicht viel zu sehen, außer ein lecker Pizzabackofen. Dass sowas hier drin gelassen wird, verstehe ich nicht. Die sind sowas von scheiße teuer, die Dinger. Da steht auch wieder eine Gasbulle. Gleich mal gucken, ob ich da noch mal einen Eingang finde. Ja, das war hier der Gastrobereich. Ja, aber da kommt man nicht rein. Hier hinten gibt es keine Türen. Türen gab es nur von vorne. Na gut, dann ist das so. Zu ist zu. Was ist das denn jetzt hier für ein Abgang? Hätte ich gar nicht außenrum gemusst? Och nö, ne? Gucke mal an. Egal, ich glaube, jetzt kann ich hier noch was gucken. Ich habe ja immer noch die Hoffnung auf so ein richtiges Highlight. Oh. Oh je, auch schon randaliert. Fernseher eingewichst. Recht groß, das Ding. Was haben wir denn hier für ein Fummel liegen? Was mit aus Samt? Eine Unterhose. Oh. Große Schere. Ah, hier gibt's Badezimmer. Power Cleaner. Und auch hier haben sie den Fernseher kaputt getroffen. Leichtes Feuchtigkeitsproblem. Ja. Riecht man aber komischerweise nichts von. Eigenartig. Also an Kühlschränke gehe ich ja generell nicht mehr dran. Da habe ich so üble Erfahrungen mitgemacht. Ich habe mir fast mal fast einen ganzen Tag die Seele aus dem Leib gekotzt. Das mache ich nie wieder. Oi. Die ganze Bodenplatte. Das ist nicht so schön. Ja, ich hätte tatsächlich hier rumgekonnt. Habe ich nicht gesehen, ich Trottel.
Ja. Toll. Hätte ich mal ein bisschen weiter geguckt. Dann hätte ich das gesehen und hätte nicht rumrennen müssen. Na, hier steht ein großes Chalet. Ja, wirklich groß. Gucken, ob ich hier reinkomme. Sich das überhaupt lohnt. Ah ne, das ist leer. Wollen wir gar nicht rein. Das ist leer. Ich bin mal in England. Bin ich mal in einem Trailerpark gewesen. In einem verlassenen. Das war interessant. Da war wirklich noch alles drin. Und auch nicht vandaliert. Das kann man sich so vorstellen, als wenn alle Leute mal eben den Platz verlassen mussten und danach nie wieder zurückgekehrt sind, 20 Jahre. So verwittert und verfallen war das alles, aber alles noch da. Kein Vandalismus, nichts. Ja. Und dann, ich gehe von Wagen zu Wagen, damals habe ich ja mir alles immer nur angeschaut, habe noch keine Fotos gemacht oder gefilmt. Und auf einmal komme ich in einen Wagen rein und kriege einen Herzinfarkt. Aber sondergleichen. Da lag da eine Frau im Bett. Da haben sich da Zigeuner oder was das waren, in diesem verlassenen Mobilheim eingenistet. Da war was los. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gelaufen. Auf einmal war da nämlich nicht mehr die Frau alleine, sondern noch zig andere. Ja, und dann hat es Palaver gegeben. Dann konnte ich dort wissen, dass da eine im Bett liegt und am Pennen ist. In der Regel nicht. So, jetzt gucken wir mal hier unten noch. Das Vorzelt sieht noch gut aus, was hier steht. Boah, überall stehen die Gasflaschen rum. Das gibt bei mir ja Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil nicht alle werden restentleert sein. Küche. Na gut. Hier habe ich jetzt nicht viel mehr erwartet. Weil fehlen auch Fenster. Ja, aber die Truma ist noch drin. Und auch hier wieder eine Truma 5000. Ich weiß jetzt schon, dass es wieder unzählige Anfragen geben wird. Kai, wo ist denn das? Hier gibt es auch eine passende Antwort für. Im Takatuka-Land. Ja. Schade drum, schade drum. Hier stehen noch mehr. Der Platz wird hier unten immer weiter nach hinten, von der Tiefe her. Okay. Ich muss mal eben schauen, wie wo was. Ja, da war der Akku auf einmal zu Ende. Und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Das war jetzt natürlich doof. Aber ich laufe jetzt nicht nochmal hoch, weil bei dem bin ich gerade gewesen, der ist eingestürzt. Und bei dem bin ich jetzt gerade, und da habe ich den Eingang nicht gefunden, aber ich sehe ihn gerade. Wieder rein. Der Eingang ist hier. So, also nichts verpasst. Das sieht aber hier noch gut aus. Erstaunlicherweise. Der sieht aber noch gut erhalten aus hier. Na gut, innen drin jetzt gerade nicht, aber ich gucke erstmal hier draußen. Oh, Borussia Mönchengladbach, echt jetzt? Oh Mann. Also so altbacken wie er aussieht, so riecht er auch. Und schaut mal da. Das, was hier so extrem stinkt, ist dieses Tierchen, was da noch am vor sich hingammeln ist. Raus hier.
gibt Sachen, die muss ich echt nicht haben. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch finden. Und vor allem, wie lange mein Akku jetzt noch hält. Ich habe nämlich nur noch den einen dabei. Hier steht noch ein so ein alter kleiner. Die Betten sind noch gemacht. Fritteuse. Und auch da noch eine Gasflasche drin. Hey. Bin jetzt auf der unteren Terrasse. Und ich glaube, ich bin jetzt hier auch durch. Ja. Bin ich durch. Mehr ist hier nicht. Die Gebäude habe ich mir angeschaut. Ja, vergessen habe ich auch nichts. Bin ich durch. Ich gehe mal wieder Richtung Schranke, gucken, ob ich von da aus noch einen Wagen sehen kann oder ob es das wirklich war. Was liegt da? Da liegt ein Fahrrad, zumindest der nackte Rahmen. Da war auch noch eine Parzelle, da ist aber nichts mehr. Ja, gut. Das war's dann. Ich bin dann wieder raus. Das Video wurde ja ziemlich lang, ich glaube über eine Stunde mittlerweile. Oder zumindest eine gute Stunde. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Lasst einen Daumen da. Wenn nicht, ihr kennt das Spiel, schreibt mir warum. Wenn euch mein Kanal gefällt, empfehlt mich doch auch mal weiter, macht ein bisschen Werbung für mich. Mein Kanal ist absolut werbefrei. Das heißt, ich verdiene hier nichts mehr dran. Vielleicht werft ihr dafür mal hin und wieder mal einen Blick auf meinen Amazon-Wunschzettel oder guckt mal in meinen Shop. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Alles, was da eingenommen wird, kommt meinen Touren zugute, dass ich mal ein bisschen mehr Geld in der Tasche habe für etwas weitere Fahrten, wo ihr dann wiederum die Videos zu sehen kriegt. Boah. Ich bin raus, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.